und am Samstag in 2 Wochen. Macht Erfolg wirklich sexy? Gott will, dass wir es treiben. Hunger. Wollt ihr das Äußerste aus euch herausholen? Der neue Boss im AKW. In einer neuen Folge der Simpsons. 8. Mai, 17.25 Uhr. Pro7. Ay caramba! Unser neuer Comic ist da. Herrlich schräg, voll abgefahren und einfach Geld. Der mega coole Comic-Spaß. Dieses Mal mit 2 riesigen Postern. Pro7 Newsflash. Auf Zypern stimmen Griechen und Türken über eine Wiedervereinigung der geteilten Insel ab. Beide Landesteile sollen durch eine gemeinsame Regierung verbunden werden. Der Wiedervereinigungsplan der Vereinten Nationen könnte am Nein der griechischstämmigen Inselbewohner scheitern. Vor 30 Jahren hatten türkische Truppen einen Teil der Insel besetzt. Außerdem Bambule in Hamburg. Eine Demonstration von rund 150 Bauwagenbewohnern wurde von der Polizei aufgelöst. Zahlreiche Autonome wurden festgenommen. Mit ihren Wagen hatten die Demonstranten die Hafenstraße blockiert. Und hier die Bundesliga-Ergebnisse. Mönchengladbach-Wolfsburg 0:2, Hertha BSC Berlin-Kaiserslautern 3:0, Eintracht Frankfurt-Freiburg 3:0, Hannover 96-Stuttgart 0:1, Hamburger SV Köln 4:2, Leverkusen-Dortmund 3:0, Rostock-Schalke 3:1. Die Spiele Bochum gegen Bremen und Bayern gegen 1860 München finden morgen statt. Das und mehr um 20 Uhr in den Pro7 Nachrichten. Die M-Chart-Show heute mit Beyoncé, Haiduchi, Usher, Nelly Furtado, Janet Jackson und L.O.V.E. Oh ja, es sind eure Hits, es sind eure Stars. Hier ist die interaktive Musiksendung, powered by McDonald's. Die Chart-Show, ja, ihr habt diese Woche auch wieder kräftig gevotet. Es hat sich eine ganze Menge getan in den Top 20. Die Leute hier sind unglaublich drauf. Stimmung! Man kann kaum reden. Wie gesagt, es hat sich eine Menge in den Top 20 getan. Wir haben hier im Talk mit mir L.O.V.E. Dann haben wir Eamon. Außerdem haben wir noch Nelly Furtado, Usher und Janet Jackson. Aber jetzt kommt erstmal eine Special Performance von Beyoncé. It's
Special Performance von unserem Naughty Girl Beyoncé. Kommen wir jetzt zu einem Mann, der das Zeug dazu hat, ein ganz großer in Deutschland zu werden. Er hat genügend Bühnenerfahrung, denn er ist mit diversen Bands durch ganz Süddeutschland getourt. Dann krallte er sich den Titelsong zu der Container Show Big Brother. Und jetzt ist er hier und nimmt ganz Deutschland in Angriff. Hier ist Lex mit Alles, was du willst. Alles, was du willst, alles, was du fühlst. Alles, was du kriegen kannst, alles, was du willst, alles, was du träumst, alles, was du hast und alles, was du liebst. Sprachlos, hier kommen die Spotlights. Mit ihrer Single Liebe ist alles sind sie wieder ganz da. Die Berliner Band Rosenstolz setzt Maßstäbe in Sachen deutscher Rock. Und wie das alles so kam, erzählen sie jetzt. Ich wollte als Kind schon Musik machen. Also das war einfach so mein allergrößter Lebenswunsch, mein Lebenstraum. Es stand eigentlich auch kaum was anderes zur Auswahl. Sicher gehst du dann zur Schule und sagst dann, okay, ich muss mal ein bisschen studieren. Mich dann immatrikuliert und bin dann da auch ganz schnell rausgeflogen, weil ich nie anwesend war. Ich wollte immer Musik machen und dann bin ich nach Berlin gezogen. Dann bin ich dahin und da war natürlich keiner, weil die irgendwie feiern waren. Und da später stand dann Peter bei mir vor der Haustür. Dann haben wir eine Flasche Wein aufgemacht und ich hatte so, damals gab es halt noch, hatte man alles auf Kassetten, CD gab es ja gar nicht. Ich hatte ein Tape mit von meiner Musik und Anna hatte da irgendwelche Noten rumliegen und eigentlich wollte sie mir was vorsingen und ich wollte halt mein Tape vorspielen. Wir haben schnell erkannt, das ist Schwachsinn. Dann habe ich gesagt, warum willst du nicht zu mir gehen? Sind dann in meine Wohnung gegangen und da stand... Wollen wir nicht zu mir gehen? Ne? Und dann Kater starb.
Ja, dann sollte man sich die Texte hinterher mal angucken und dann weiß man, was dabei rauskommt. Das wollten wir ja nicht. Wir wollten ja was sagen. Ja. Wir wollten auch was zu sagen haben und wir wollten auch verstanden werden. Und Rosenstolz versteht man wirklich. Seitdem sich die beiden 91 im Hinterhof eines Berliner Hauses getroffen haben, sind Anna und Peter unzertrennlich. Nur gelegentlich, da brauchen sie ein wenig Abstand, um die Kreativität wieder ganz entfalten zu können. Übrigens, Rosenstolz sind gerade auf Tour. Auf zum Ticketschalter. Es lohnt sich. So Leute, ich sag's euch jetzt nochmal und ich kann's nicht oft genug sagen, der Onkel Feist, das bin ich, der tut alles, was ihr sagt. Ihr müsst dafür einfach nur ins Internet gehen, die gesamten Schweineseiten beiseite und ihr geht direkt auf die geilste Internetseite des westlichen Universums, auf mchartshow.de. Auf dieser Seite klickt ihr dann ein kleines bisschen rum und schon sehen die Charts genauso aus, wie ihr das haben wollt. Klingt logisch, klingt einfach, also machen wir das doch einfach. Es gibt ein paar Leute, die haben das schon gemacht für diese Woche und die haben die Plätze 20 bis 11 ausgemacht und die kommen jetzt für euch. Im Herbst geht Reptile in den USA auf College-Tour. Platz 2 für Make Your All Bounce. Der erste New Entry der Woche geht auf das Konto von Ellie. This Is My Life geht auf die 19. Nach der CD haben Rosenstolz jetzt auch noch eine DVD rausgehauen. Liebe ist alles ist auch noch ein heißes Thema bei uns. Platz 18. Auch von Atomic Kitten gibt es eine neue DVD. Auch ziemlich toll das Ganze. Platz 17 für Right Now 2004. Im Sommer wollen Overground ein neues Album rausbringen. Der letzte Stern auf 16 in dieser Woche. Auf seinem Album setzt Gary Jules vor allem auf Folk und Country. Mehr Erfolg hat er mit dem Cover Mad World auf 15. Wenn Kylie Minogue in den Spiegel schaut, meckert sie gerne mal. Ihre Fans sind da weniger kritisch. Platz 14 für Red-Blooded Woman. Letzte Woche noch waren Vanilla Ninja bei der M-Chart Show zu Gast und Wutsch Platz 13 für Don't Go Too Fast. Für Just a Little While holte sich Janet Jackson Dallas Austin ins Studio. Das war kein Fehler, rauf geht's von 18 auf die 12. Natural haben ihre Germany Tour auf den September verschoben. Trotzdem geht es rauf für die Jungs und Sarah natürlich auf Platz 11. So, liebe Kinder, jetzt wird rumänisch gepaukt. Wir fangen direkt mal an mit einem Satz, den man so im Alltag definitiv sehr oft benutzen muss. Und zwar, Dragostea Dintei. Das bedeutet, Liebe machen unterm Lindenbaum. Ja, ihr denkt bestimmt klar, dass der Schlawiner sowas kennt. Nein, das hat mir unser nächster Act gesagt. Und zwar hat sie mit ihrem Song Dragostea in Italien und Rumänien einen Mega-Hit gelandet. Und wir hoffen, dass sie hier in Deutschland auch genauso erfolgreich wird. Hier ist Haiduchi mit Dragostea.